Hübsch, wie du das machst. Dein Vater wird sich freuen. Oh, Mami, was machst du in London? Was schon? Ich möchte dich zum Lunch einladen. Tut mir leid, Mami. Ich bin hier angestellt. Ich kann nicht so ohne weiteres weg. Ich wollte mit dir noch einmal in aller Ruhe über den Unsinn mit der eigenen Wohnung hier in London reden. Das ist kein Unsinn, Mami. Und wenn du schon noch einmal darüber reden musst, dann wenn Daddy zurück ist. Ich möchte, dass er dabei ist. Dein Vater ist verreist? Ja, er ist in München. Was macht er denn da? Keine Ahnung. Mietwagen bitte in die Garage. Natürlich. Das Gepäck lassen Sie rumfristen. Jawohl. Ich glaube, das Telegramm. Ein Telegramm. Kam vor einer Stunde. Schön, dass Sie gut angekommen sind, Max. Ja. Und wie ist das Wetter in München? Ja, genau wie hier. Nur hier kommt noch der schöne Londoner Nebel dazu. Nee, eigentlich nicht. Außer, dass Ihre Tochter Marsha angerufen hat. Harriet hat sie nämlich besucht. Ach ja, und den Termin für den Steuerberater habe ich auf Donnerstag verschoben. Nein, sonst war eigentlich nichts weiter. Wie bitte? Mir mitbringen? Bringen Sie doch einen super Vertrag für Max Talligan mit. Das reicht mir. Ja, ist in Ordnung, Max. Gut. Passen Sie auf sich auf und alles Gute für morgen. Das mache ich schon. Vielen Dank, Liz. Wiederhören. Es ist jetzt 15.45 Uhr. Es ist jetzt 15.45 Uhr. Habe eben mit Liz telefoniert. In London nichts Neues. Die Maschine war mit einer Stunde Verspätung hier in München gelandet. Bei der Gepäckausgabe wäre um ein Haar ein Engländer. Mit meinem Koffer auf und davon. Am Ende war er nett und entschuldigte sich tausendmal. Er hatte mich erkannt und sagte, wie sehr ihm mein letztes Buch Still Life gefallen habe. Und so war alles vergeben. Gleich nach meiner Ankunft im Hotel überreichte mir der Portier ein Telegramm. Ich muss gestehen, ich bekam einen Schreck. Weil ich weiß, wie Filmleute uns Schriftsteller zu behandeln pflegen. War ich ziemlich sicher, dass Terry White seine Meinung über Still Life geändert habe und nun den Kauf der Verfilmungsrechte absagen wollte. Aber ich hatte mich geirrt. Nachricht war kurz und bündig. Habe ein kleines Problem in Genf. Wir sehen uns erst morgen. Was machen Sie denn hier? Ihre Sandwich, Sir. Ich habe Ihnen Ihre Sandwiches gebracht. Sagen Sie mal, können Sie nicht wenigstens anklopfen? Ich
habe geklopft, Sir. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ja, das muss 7, 8 Jahre her sein. Was gibt's Neues im Königreich? Hat man sich endlich einen Adelsstand erhoben? Noch nicht. Schade. Sonst könnte ich sie viel besser vermarkten. Hier, Italiens NOCS jagt Emil, Europas meistgesuchter Terrorist in Rom, untergetaucht. Wo sind wir hingekommen? Wissen Sie, wer Emil ist? Nein, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich ein Mensch ohne Geist, aber er beherrscht die Schlagzeilen, nicht Sie. Ist das nicht deprimierend, Tex? Dass Sie mich immer noch Tex nennen. Abkürzung von Telegen Max. Telegrammname. Noch besser wäre freilich Sir Tex. Noch zwei, ja. Wir essen doch zusammen? Ich denke, ja. Ich bin schließlich ihretwegen nach München gekommen. Und wie geht's Ihrer Frau? Gut, nehme ich an. Oh, heißt das etwa? Wir haben beschlossen, uns in aller Freundschaft scheiden zu lassen. Sehr gut. Ein geschiedener Autor vermarktet sich viel besser. Womit wir beim Geschäft wären. Wie gefällt Ihnen mein Buch, Still Life? Tut mir leid, ich kenne es nicht. Was? Keine Zeit. Ich habe nicht mal Zeit, die Zeitung zu lesen. Aber Sie wollen das Buch verfilmen? Nein. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Keineswegs. Ich will Ihr Tagebuch. Mein Tagebuch? Wie soll denn das? Sowas lässt sich doch überhaupt nicht erfüllen. Ich will Ihr Tagebuch, und zwar mit allen rechten Enden. Das verstehe ich nicht. Ich habe einen Verlag gegründet in Jersey und will Ihr Tagebuch herausbringen. Das wird ein Geschäft, mein Lieber. Aber Sie haben doch keine Ahnung, was drinsteht. Und? Dafür habe ich einen Riecher. Sowas kommt an heutzutage. Die Leute haben die Schnauze voll von diesen dreckigen Geschichten. Die wollen nichts mehr hören und sehen von irgendwelchen lausigen Burschen, die sie als Weltverbesserer aufspielen. Nichts anderes sind als Kriminelle. Was die Leute wollen, ist Geist und Seele. Um es kurz zu machen, $1 Million. $1 Million. Weiß, der Dollar ist auch nicht mehr, was er mal war. Wenn Sie lieber schwarze Franken wollen, kein Problem. Gut. Sagen wir, 2 Millionen Schweizer Franken zum Wohle. Guter Witz, Tex. Eine Frage, komm rein. Seit wann bist du denn in London? Seit gestern. Marsch hat mir erzählt, dass Max in München ist. Was macht er denn da? Er trifft sich dort mit einem amerikanischen Filmproduzenten. Der hat Interesse an seinem letzten Buch. Na, wollen wir hoffen, dass er Still Life nicht so vergewaltigt, wie dieser italienische Regisseur es mit seinem letzten Buch gemacht hat. Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Tja, das war vor meiner Zeit. Was führt dich denn nach London, Harriet? Erstens wollte ich mit meiner Tochter sprechen, aber sie hat keine Zeit für ihre Mutter. Und zweitens kam dieser Steuerbescheid für Max. Ich habe ihn aus Versehen geöffnet. Eine Nachforderung von 8.700 Pfund. Oh Gott. Na,
Ich werde mich sofort darum kümmern. Magst du einen Tee? Na, danke. Ein Glas Port könntest du mir geben. Ja, gerne. Max wohnt nun schon fast 2 Jahre hier, aber dieser elende Steuerkram kommt nach wie vor zu mir. Du bist seine Sekretärin, Liz. Kannst du dich nicht mal drum kümmern? Die Steuerberater haben deswegen schon einige Male ans Finanzamt geschrieben. Dann sollen sie ihm noch mal schreiben. Ich werde es Ihnen sagen, Harriet. So, komm, jetzt beruhig dich erstmal. Ja, ich weiß. In letzter Zeit mache ich aus jeder Mücke einen Elefanten. Alles macht mich nervös. Ja, wenn die Scheidung erstmal durch ist, dann fühlst du dich ganz anders. Das glaube ich nicht. Du solltest Urlaub machen. Fahr ein paar Wochen weg und versuch das alles zu vergessen. Das hat gar keinen Zweck, Liz. Weglaufen. Nutzt überhaupt nichts. Woher willst du das wissen? Weil ich weg war. Ich bin ein paar Tage in Südfrankreich gewesen. Und erst vorgestern wiedergekommen. Das wusste ich ja gar nicht. Oh, ich hab's niemandem erzählt, auch Marsha nicht. Und war's schön? Eine Katastrophe war's. Das Wetter, die Leute, das Hotel. Überhaupt alles. Bewahrt Max seine Manuskripte jetzt im Safe auf? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe keinen Zugang zum Safe. Hat er so große Geheimnisse? Ich weiß es nicht. Vielleicht macht er Recherchen oder Notizen, von denen er nicht will, dass irgendjemand zu früh drankommt. Du meinst das Tagebuch, nicht? Ja, das Tagebuch vielleicht auch, ja. Das Tagebuch ist doch eine Zeitverschwendung. Aber es fällt ihm wohl nichts Neues mehr ein. Ein Roman wäre vernünftiger. Hast du Angst, er könnte irgendetwas Indiskretes über dich geschrieben haben? Immerhin leben wir in Scheidung und ich war mit diesem Mann fast 20 Jahre verheiratet. Tja. Zufällig hat er aber auch ein paar sehr liebenswürdige Dinge über dich gesagt. Och. Ich habe ja auch ein paar liebenswürdige Eigenschaften. Glaub es mir. Ich glaub's dir, Harriet. Die Leute interessieren sich doch erst für ein Tagebuch, wenn jemand tot ist. Und Max ist ein Mensch ohne Skandale. Wenn er ein wildes Leben geführt hätte, den Premierminister geohrfeigt oder mit Lady Di ein Verhältnis angefangen hätte, dann wäre es was anderes. Aber so wird das Buch ein Flop. Hallo? Samantha, Sie sind's. Ja, was kann ich für Sie tun? Das ist die kleine Rothaarige von oben. Ach, das Fotomodell. Ja, und ewig betrunken. Du Liebe. Ja? Wann kommt er? Und wieso hat er sich nicht avisiert? Ja. Ja, das ist natürlich zu dumm. Nein, nein, ich bin die ganze Zeit hier. Ja, ich notiere es mir mal. Morgen früh Flug Galapagos-Inseln. Ja, ich hab's. Nein, Sie können sich auf mich verlassen. Wiederhören, Samantha. Ich gehe. Bemühe dich nicht. Ich finde noch allein den Weg. Grüß Max, wenn du mit ihm telefonierst. Ja, das mache ich, Harriet. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Zu wem wollen Sie? Zu Mr. Tellegen. Mr. Tellegen ist verreist. Ja, dann zu seiner Sekretärin. Bitte kommen Sie näher. Liz? Ja? Du hast Besuch? Besuch? Wer ist es denn? Mr. Sego. Was machen Sie denn in London? Ich habe mir extra einen Tag freigenommen. Ich wollte eigentlich mit Mr. Tellegen sprechen. Ja, das tut mir leid. Mr. Tellegen ist erst Ende der Woche wieder in London. Tja, das ist dumm. Ich wollte Max nämlich bitten, mir ein Buch zu signieren. Für meinen Neffen. Er hat am Sonntag Geburtstag. Ach, ja, das ist doch gar kein Problem. Wie heißt denn Ihr Neffe? Robert. Und wie alt wird er und wo soll ich das Buch hinschicken? 16.
Er hat nichts im Kopf als Bücher. Die Adresse ist Archery Road 36, Oak Village. Oak Village. Habe ich das richtig geschrieben? Ja. Ja, genau so schreibt man es. Ja, es tut mir leid, Mr. Sego. Mrs. Tellegen wollte gerade gehen. Oh, Mrs. Tellegen. Verzeihen Sie, ich bin Jeff Sego, Golflehrer im Midway Park. Ich bin der Lehrer Ihres Mannes. Das habe ich mir inzwischen zusammengereimt. Tja, dann will ich nicht länger stören. Vielen Dank, Miss Liz. Auf Wiedersehen, Mrs. Trilligan. Auf Wiedersehen, Mr. Sego. Ich werde Ihnen das Buch schicken. Ja, vielen Dank. Was ich noch sagen wollte, Liz, Max hält ja sowieso zu seiner Tochter, aber wenn du ihm einen kleinen Rat geben kannst wegen der Wohnung. Marsha ist wirklich noch zu jung, um allein in London zu leben. Aber sicher doch, ich werde mit ihm reden. Du kannst dich auf mich verlassen. Gut. Also, Wiedersehen, Harriet. Adieu. Hallo, Tex. Was bringen Sie da hin? Was für die neue Wohnung? Was für eine Wohnung? Naja, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass Sie mich zum Patenonkel Ihrer Tochter hätten machen sollen. Ich wusste doch nicht, dass Sie Kinder liegen. Ja, besonders, wenn man Sie auf den Knien halten kann, ohne dass Sie die Windeln nass machen. Wo haben Sie denn die aufgetreten? Ganz in der Nähe. Zum kleinen Antiquitätengeschäft am Viktualienmarkt. Keine Sorge, ich habe mich nicht ruiniert. Eine kleine Bestechung für das weiche Vaterherz, damit ich ihm mein Tagebuch verkaufe. Ich will Ihnen doch nur helfen. Die nächste Scheidung verkraften Sie sowieso schon besser. Und wie soll ich dieses Monstrum heil nach London kriegen? Indem Sie es ganz einfach, sehr zärtlich auf den Knien halten. Auf den Knien halten. Ich bringe Sie zum Flughafen. Ich gebe auch Ihren Mietwagen ab, erledige alle Formalitäten, okay? Okay, okay, okay. So, ich bin gleich soweit. Tellegen, Schriftsteller. 4 Jahreszeiten. Sonst noch Ausweispapiere? Nichts. Staatsangehörigkeit United Kingdom. Da haben wir es. Engländer. Thank you.
steht in allen Zeitungen. Ja, in München. Ja, es ist eine totale Katastrophe. Irgendetwas muss völlig schiefgelaufen sein. Was? Den Safe? Aber ich kenne doch die Zahlenkombination überhaupt nicht. Ja, ja, natürlich wird die Polizei bald auftauchen. Ja, ich werde es probieren. Ich kann ihn ja schließlich nicht aufsprengen. Hier, ich melde mich wieder. Liz? Hallo? Liz? Liz? Das ist typisch. Das ist die Katze aus dem Haus. Hat sie Feiertag, die Maus. Tag, Harriet. Ja, gerade angekommen. Deinen Brief habe ich in der Hand. Nein, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber ich bin sicher, es geht um unsere Tochter. Harriet? Harriet! Ja. Harriet, bitte häng ein, ich möchte verschnaufen, die Post sichern mit Liz, reden, ich melde mich später. Vielen Dank für dein Verständnis. Ich habe Sie schon vermisst. Was starren Sie mich so an? Bin ich ein Gespenst oder haben Sie jemand anderes erwartet? Jeden, nur nicht Sie. Darf man wissen, warum? Weil Sie tot sind. Ich weiß nicht, ob man meinen Zustand mit diesem Begriff bezeichnen kann. Aber wissen Sie es denn nicht? Nein, ich weiß nicht.
Sie sind in München erschossen worden. Sehr interessant, darf ich mal. Aber die ganze Welt weiß es. Nur ich nicht, so dumm. Aber steht doch in jeder Zeitung hier. Lesen Sie es. Ich war völlig konsterniert. Und Max, Max, ich bin so froh, dass Sie leben. Da geht's mir ähnlich. Terry White würde sagen, als auferstandene Leiche kann man mich glänzend vermarkten. Die Auflagen meiner Bücher werden steigen. Aber was steckt denn dahinter? Wer das weiß, der könnte sicher viel erzählen. Wir müssen sofort Ihre Frau benachrichtigen. Mit der habe ich eben gesprochen. Seltsamerweise hat sie... seltsamerweise hat sie kein Wort über meinen Tod verloren. Wahrscheinlich hat sie noch keine Zeitung gelesen. Vielleicht. Aber Marsha sollten Sie anrufen. Für sie wäre es ein Schock. Ja. Ich mache es selber. Nein, Daddy, ich habe nichts davon gewusst. Ich bin nämlich gerade reingekommen und stehe noch im Mantel da. Gut, dass du anrufst. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden. Aber so schlimm es klingt, Daddy, das ist eine gute Werbung. Hemingway bekam den Nobelpreis auch, nachdem man ihn tot gesagt hatte. Klar werden die Auflagen steigen. Was war denn nun wirklich los in München, Max? Man könnte fast sagen, nichts. Wenn er nicht ein Toter wäre, der meinen Namen trägt. Will Terry Wilde die Rechte an Still Life kaufen? Nein. Nein? Er will das Tagebuch kaufen. Das Tagebuch? Ja, aber wie will er denn aus dem Tagebuch einen Film machen? Will er ja gar nicht. Er hat einen Verlag gegründet in Jersey. Er sagt, das Geschäft lässt sich gut an. Max, Sie sind bei Cromwell House unter Vertrag. Ich weiß, aber nur mit den Romanen. Ja, aber die wissen doch von dem Tagebuch. Die können überhaupt nicht abwarten, es in die Finger zu kriegen. Liz, es gibt Situationen im Leben, da kann man nicht immer das tun, was man möchte. Was man sollte. Ich stehe auch finanziell unter Druck. Das Finanzamt, hier. Die bevorstehende Scheidung. Ja, schon. Schon, Max, aber... Also ich finde, es wäre ein Wahnsinn, den Verlag zu wechseln. Terry bietet für das Tagebuch $1 Million. $1 Million. Eine Million? Für die Weltrechte. Ja, und? Er kommt nächste Woche nach London, will den Vertrag mit mir abschließen. Wenn er kommt. Warum sollte er nicht kommen? Man kann ja nie wissen, Liz. Wenn es jemand von der Presse ist, ich bin nicht da. Ich bin zu meiner Tochter gefahren. Ja, ist gut. Ja, bitte. Guten Tag, mein Name ist Crane, Scotland Yard. Ich möchte zu Mr. Delegan. Darf ich eintreten? Ja, bitte, kommen Sie rein. Wenn Sie bitte einen Moment warten. Danke. Max? Ja? Entschuldigen Sie bitte, aber da ist jemand von Scotland Yard. Ja, gut, ich... Entschuldigen Sie, wenn ich hier so reinplatze, Sir. So ohne Anmeldung, aber ist das wichtig? Mein Name ist Crane, Wilson Crane. Mr. Crane. Wir haben einen gemeinsamen Freund bei Scotland Yard, Sir. Chief Superintendent Hemley. Ah, Dave Hemley. Ja, er lässt Sie grüßen. Danke. Dürfte ich Sie unter vier Augen sprechen, Sir? Ich habe im Allgemeinen keine Geheimnisse vor Miss Ferber. In Anbetracht der Umstände bitte ich doch, eine Ausnahme zu machen. Und welche zu haben. Max, ich wollte sowieso noch zur Post. Ich habe einiges zu erledigen. Wie geht es, Dave? Oh, gut. Er hat nur leider immer weniger Zeit für Squash, was ihm gar nicht passt. Sie haben sich doch auch beim Squash kennengelernt, nicht wahr? Ah, der RC-Club hat mich regelrecht vom Platz gefickt. Ich freue mich wirklich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Telligan. Ich schätze Ihre Bücher, besonders A View from the Patio. Danke. Guten Tag, Mr. Crane. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine dienstliche Unhöflichkeit.
Wir haben alle unsere Pflichten. Darf ich ablegen? Nehmen Sie bitte Platz. Okay. Ich versuche das vor einigen Tagen meiner Frau im Trim nicht gleich zu tun. Ja. Sie sehen die Folgen. Sie sind also ein Kollege von Superintendent Hemley? Ja, so könnte man es nennen. Wir haben in einem Büro gesessen. Danke, danke, danke. Ist gut. Aber vor einem Jahr wurde er dann für Spezialaufgaben abgestellt. Und deswegen sehen wir uns jetzt leider nur noch selten. Ja, Mr. Talligan, ich ermittle im Fall eines Freundes von Ihnen und ich wäre Ihnen dankbar, sehr dankbar, Sir, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten könnten. Ein Freund von mir? Sein Name ist Terry Wilde. Ja, Terry Wilde. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich kürzlich mit ihm in München getroffen. Ja, ja, so ist es. Mr. Talligan, ich hätte jetzt ganz gerne von Ihnen etwas Näheres über diesen Herrn erfahren, also zum Beispiel, wie Sie sich kennengelernt haben und was der Anlass für das gemeinsame Dinner in vier Jahreszeiten war. Gut. Stellte sich heraus, dass Terry Wilde gar keinen Film machen wollte. Still Life interessiert ihn überhaupt nicht. Er will die Rechte an einem Tagebuch, an dem ich gerade arbeite. Sagen Sie, wollen Sie da etwas haben? Nein, nein, nein. Okay, kein Alkohol im Dienst. Hat er einen Preis genannt? Ja. Einen fantastischen Preis. Waren Sie unter vier Augen, als Sie darüber sprachen? Ja, das war ich. Haben Sie Mr. Wilde noch ein zweites Mal getroffen, ehe Sie München verließen? Ja, er kam am nächsten Morgen, kurz bevor ich zum Flughafen wollte. Er brachte ein Geschenk für meine Tochter. Und Sie sind dann direkt nach London zurückgeflogen? Nein, ich habe einen Abstecher nach Paris gemacht. Ich bin erst heute Morgen zurückgekommen. Was haben Sie in Paris gemacht? Ihr Ton, Mr. Crane, der gefällt mir nicht. Das bedauere ich. Ich danke Ihnen sehr, Sie waren sehr hilfreich. Was zum Teufel soll diese Floskel? Warum fragen Sie nicht Mr. Wilde direkt? Unter den gegebenen Umständen dürfte das schwierig sein. Was für Umstände? Er ist tot. Seine Leiche wurde gestern früh in einem Auto in unmittelbarer Nähe des Münchner Flughafens gefunden. Das Verbrechen dürfte allerdings schon in den Abendstunden des Vortages geschehen sein. Terry Wilds Kopf wies mehrere Einschüsse auf. In der Nähe des Flughafens, sagen Sie? Ja. Bei dem Auto handelte es sich um einen Mietwagen. Der Mietvertrag war auf Ihren Namen ausgestellt. Mr. Talligan, er trug auch Ihre Unterschrift. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, ja. Ja, die habe ich. Ich war bei der Abreise sehr in Eile. Daher erklärte sich Mr. Wilde bereit, mir die Formalitäten mit der Rückgabe des Mietwagens abzunehmen. Tja, so einfach ist das. Ja, so einfach ist es. Ach, Sie sagten, dass Terry Wilde Ihnen ein Geschenk gegeben hat. Für Ihre Tochter. Darf ich das mal sehen? Da steht es. Die Uhr? Ja. Wie alt ist Ihre Tochter, Sir? 17. Im Oktober wird sie 18. Warum fragen Sie? Ich würde mir die Uhr ganz gern für ein paar Stunden ausleihen. Ich habe eine Frage, Mr. Crane. Ich möchte wissen, wonach suchen Sie? Wir werden die Uhr wie unseren Augapfel hüten, verstehen Sie? Ich verstehe zwar kein Wort, aber wenn Sie meinen... Ich verspreche Ihnen, dass Sie die Uhr heute Abend zurückgehalten. Ohne die kleinste Schramme.
Max, alter Junge, ich lese gerade mit Vergnügen von deinem Missgeschick. Da haben die Kollegen vom Kontinent ja einen schönen Bock geschossen, wa? Hm. Du, Herr Schuldige, ich hab gerade den Mund voller Körner. Was? Ja, ja, ein paar Pfund sollen schon runter. Wundert mich nicht, dass du dich wunderst. Natürlich wissen wir. Ich habe deinen Anruf erwartet. Ich bitte dich, das bisschen Presse sei dir doch gegönnt. Heißt es nicht Totgesagte leben länger? Crane? Natürlich kenne ich ihn. Verdammt sportlicher Bursche. Ich habe heute Morgen noch zu ihm gesagt. Was hast du gesagt? Für welche Abteilung arbeitet ihr? Aha. Antiterrordezernat. Ja, ja, natürlich, ich verstehe. Dave? Hörst du das klingeln? Ich höre es. Wenn man Superintendent ist, muss man noch lange nicht taub sein. Wer? Harriet? Na, dann viel Glück. Gut, ruf später noch mal an. Ist Vincent Crane im Hause? Nein, Sir. Kommt in etwa einer Stunde. Treten Sie ein, Miss Harriet Tellegen. Ich habe Sie am Klingeln erkannt. Es war unüberhörbar. Dafür hat es aber lange gedauert, bis geöffnet wurde. Das bedauere ich zutiefst. Komm rein. Kannst du nur so unernst sein? Wenn in allen Zeitungen steht, dass man dich umgebracht hat. Das nicht der Fall ist, kann ich ja lachen. Sonst wäre es ohnehin schwer möglich. Wie um Himmels Willen ist die Presse bloß auf diese absurde Idee gekommen? Ein Mann namens Terry White ist ermordet worden. Man hat seine Leiche in einem Auto gefunden, das ich zufälligerweise gemietet hatte. Das ist unglaublich. Ich dachte mir, dass du das unglaublich finden würdest. Bitte nimm Platz. Du hast sicherlich andere Gründe, die dich hergeführt haben. Natürlich. Du liest meinen Brief erst jetzt? Nochmal, Herr. Nochmal, entschuldige. Ich mache mir Sorgen wegen Marsha und dieser Freundin. Du magst ihre Freundin nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht mag. Nur ich finde, dein Brief, der klingt ein bisschen so. Oh, eigentlich mochte ich das Mädchen ganz gern. Bis es auf einmal hieß, dass sie mit Marsha zusammen eine Wohnung nehmen wollte. Aber Marsha hat immer von einer eigenen Wohnung geredet. Wundert mich nicht, dass du zu deiner Tochter hältst. Ich halte zu überhaupt niemanden. Aber was hast du dagegen, dass Marsha sich mit einer Freundin eine Wohnung teilt? Was ich dagegen habe? Sehr viel habe ich dagegen. Mein Gott, Max. Du hast an die 20 Romane geschrieben, aber manchmal fehlt dir die geringste Vorstellungskraft. Ist dir nicht klar, wie mein Leben aussieht, seit du mich verlassen hast? Ist dir nicht klar, wie sehr ich an Marsha hänge, wie einsam ich ohne sie wäre? Das ist doch Unsinn, Harriet. Das weißt du auch. Du hast einen großen Freundeskreis. Wir hatten einen großen Freundeskreis. Was glaubst du denn, wie oft man mich in den letzten 18 Monaten zum Dinner eingeladen hat? Ich habe gestern unseren Flo gesehen. Was denn, den Flo? Das gibt's doch nicht. Ich bin mir ganz sicher. NPE 284L. Ja, wo hast du ihn gesehen? In Pimlico. Der muss jetzt, warte mal, der muss jetzt... Ja, 12 Jahre muss er alt sein. Nein, der muss älter sein. Marsha war bestimmt erst 3 oder 4, als du ihn gekauft hast. Er gehört einem gewissen Vedilav, hat eine Galerie in Pimlico. Woher weißt du das? An dem Wagen war ein Reklameschild. Dann tauchte er auch selbst auf. Es war schon ein Liebesauto. Hast du ihm erzählt, dass er uns mal gehört hat? Ja, das habe ich ihm erzählt. Er war sehr nett, bis er versuchte, mir ein Bild anzudrehen. Weißt du, als ich ihn damals verkaufte, war mir fast, als würde ich mich von einem Hund trennen. Du konntest doch Hunde nie leiden. Gut, Harriet. Darf ich? Ich rede mit Marsha.
Ich werde ihr nachdrücklich erklären, warum die Wohnungssache im Augenblick nicht möglich ist. Danke. Wo wohnst du? Im Kedugen. Ich bringe dich zum Taxiplatz. Hier, deine Tasche. Donnerwetter. Du, das ist keine Annäherung. Ich brauche nur etwas frische Luft. Naja. Gehen wir zur Gardenrode oder zum Eat & Please? Nein, wohin gehen wir? Da kommt schon ein Taxi. Da wirst du wohl allein spazieren gehen müssen. Guten Tag. Könnte es sein, dass Sie sich in der Wohnung geirrt haben? Nein, Mr. Terrigan, ich bitte um Entschuldigung, aber Sie sind zu früh zurück. Was wollen Sie hier? Wissen Sie wirklich nicht, was ich suche, Mr. Terrigan? Ja. Ich suche den Taschenrechner, den Terry Wilde Ihnen mitgegeben hat. Terry Wilde hat mir eine Uhr gegeben, keinen Taschenrechner. Eine Uhr? Als Geschenk für meine Tochter von einem Taschenrechner. Weiß ich nichts. Ich hoffe, Sie sagen die Wahrheit, Mr. Terrigan. Natürlich sage ich die Wahrheit. Wie kommen Sie dazu, mir zu unterstellen, dass ich lüge? Und jetzt sagen Sie mir gefälligst, was das hier alles soll. Ein andermal. Ein andermal, mein Freund. Nein, nicht ein andermal. Jetzt, jetzt. Das ist Flo. Das erste Auto, das sein Vater und ich uns leisten konnten. Ist der süß. Ein Cabrio. Mein Gott, waren wir damals glücklich. Und der fährt noch? Na, ich denke schon. Dann kaufen wir doch. Komm, gehen wir rein und handeln mal. Meinst du? Hm? Na gut. Natürlich ist das Harriet Tellingen, ihre Tochter. Komm, ich will nicht, dass die mich hier sehen. Das wäre mir sehr unangenehm. Haben Sie sich doch überlegt, Mrs., wollen Sie das Bild doch kaufen? Nein, ich möchte mit Ihnen über Flo, ich meine, über das Auto reden. So, da ist sie wieder. Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Nein, leider nicht, aber nochmals vielen Dank, dass Sie uns die Uhr zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte Sie aber noch etwas fragen. Darf ich? Von der Uhr mal ganz abgesehen, hat Terry Wilde Ihnen sonst noch irgendetwas gegeben, als Sie ihn in München getroffen haben?
Er hat sie auch nicht gebeten, ein Päckchen oder vielleicht irgendeinen Brief für einen Freund mitzunehmen. Haben Sie Ihren Koffer schon ausgepackt? Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihren Koffer in meiner Gegenwart auszupacken? Ja. Durchsuchen Sie ihn selbst. Bitte. Gehört er nicht Ihnen? Nein. Was macht er dann in Ihrem Koffer? Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Mein Gott. Mr. Tellegen, wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich einen Kollegen bitten, das Gerät zu untersuchen. Ist es derselbe, der schon die Uhr untersucht hat? Genau, Sir. Wissen Sie, es interessiert mich natürlich, wer mein Mörder ist, beziehungsweise der von Terry Wald. Das ist verständlich, noch dazu, wo gewisse Zusammenhänge Sie ja auch belasten. Richtig. Ich habe daher heute Morgen, als Sie weg waren, unseren gemeinsamen Freund Dave Hemley angerufen. Ah, Sie haben sich nach mir erkundigt? Ja. Ich habe ihn gefragt, wer ist Crane? Was genau macht er? Und was hat Dave geantwortet? Nicht viel, praktisch gar nichts. Sie wären gut beraten, Sir, wenn Sie Ihre Neugier ein wenig zügeln. Ich habe nur eine sportliche Frage. Wie bringt ein Mann in Ihrem Zustand es fertig, Squash zu spielen? Dave hat mir nämlich gesagt, dass er heute Morgen mit Ihnen Squash gespielt hat. Da muss er sich irren, das war vorgestern. Nein, heute. Dave meinte natürlich, dass er mit seinem Kollegen Vincent Crane gespielt habe. Nicht mit Ihnen. Kennen Sie zufällig das Buch Tödliche Wahrheit, Sir? Ja. Dann erinnern Sie sich auch an den Markov-Mord. Die Sache mit dem Schirm. Ja, ja. Sie wissen, ich brauche Sie nur mit der Spitze anzutippen. Aber wem sag ich das? Haben Sie noch nie einen Kriminalroman geschrieben? Nein, ich habe auch nicht die Absicht. Aber wenn ich jetzt das Haus verlasse, dann werden Sie damit beginnen. Sie werden alles in Ihr Tagebuch notieren. Nein, das werde ich nicht, das verspreche ich Ihnen. Seien Sie doch vernünftig, nehmen Sie den Taschenrechner und verschwinden Sie. Wenn Sie vergessen, dass ich hier war. Warten Sie, ich habe Ihnen noch nicht alles gesagt. Was haben Sie mir noch nicht gesagt? Die Uhr ist nicht das Einzige, was mir Terry Wild gegeben hat. Was hat er Ihnen noch gegeben? Als er mich am Flughafen absetzte, gab er mir einen Brief als vertraulich gekennzeichnet und an jemanden in Bristol gerichtet. Terry meinte, es sei lebenswichtig, dass der Brief in London abgestempelt würde. Und? Haben Sie ihn eingeworfen? Dummerweise gab es heute Morgen in Heathrow eine Verspätung und prompt habe ich... Entschuldigen Sie bitte. Prompt habe ich vor lauter Ärger den Brief vergessen. Sie bluffen, Mr. Tellegen. Nein. Nein, ich bluffe nicht. Ich bluffe nicht. Ich habe den Brief noch, wollen Sie? Wollen Sie ihn sehen? Gut. Gut. Ja? Hallo, Max. Das war Gedankenübertragung.
Wir beschäftigen uns nämlich gerade mit deiner Person. Max Telligan. Max, du wirst uns allmählich kostbar. Was kann ich für dich tun? Dave, ich habe dir doch von einem Mann erzählt, der heute Morgen bei mir war. Ja, ja, genau der. Nur war es nicht Green. Er hat sich für ihn ausgegeben. Max, das reicht für den Augenblick. Den Rest erzählst du uns später. Und jetzt hör zu. Ich schicke dir einen Mann namens Digby. Er ist in etwa einer halben Stunde bei dir. Bis dahin unternimmst du nichts. Geh nicht an die Tür, auch nicht ans Telefon. Bis später. Es stellt sich die Frage, war er jetzt allein oder nicht? Natürlich nicht. Nein? Er kann gar nicht allein sein. Schließlich ist ein Toter sein Gast. Dann wollen wir ihn davon befreien. Wenn du glaubst, du kannst mit mir machen, was du willst, dann hast du dich geehrt. Halt doch die Schnauze! Lass mich von dir in die Ecke stellen wie so ein scheiß Golfschläger wegen dieser Nymphomanin Claire Billinger. Ich hab dir gesagt keinen Namen. Schämst du dich nicht? Ausgerechnet die? Was zahlt sie dir denn, ha? Staunen Sie, Mr. Telligan, was? Ja, da staune ich. Warum haben Sie Rourke getötet? Rourke? So viel wir wissen, hat er diesen Namen mit Vorliebe benutzt. Ein alter Bekannter von Ihnen. Sozusagen. Ein Terrorist. Wie kommen Sie darauf, Mr. Telligan? Weil Dave mir sagte, Sie arbeiteten fürs Antiterror-Dezernat. Das hat er nicht gesagt, Sir. Das hat er doch gesagt. Ich war dabei, als Sie mit ihm telefoniert haben. Würden Sie mir jetzt bitte erzählen, warum Sie Rourke getötet haben? Mein Gott, das habe ich doch schon dreimal erzählt. Sie haben ein gutes Gedächtnis, Mr. Telligan. Und genau deswegen möchte ich die Geschichte noch einmal hören. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich irgendetwas überhört habe. Ich bezweifle, was Sie sagen. Ich bezweifle sehr, was Sie sagen. Also bitte, fange ich eben noch einmal an. Licht machen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ach ja, so habe ich das auch gesehen, Mr. Mitchell. Lloyd Mitchell. Amerikaner. Sie haben Qualitäten. Setzen Sie sich. Möchten Sie einen Whisky? Ich bin ein langweiliger Typ, ich trinke keinen Alkohol. Erzählen Sie mir noch ein bisschen von diesem Amerikaner, der so freundlich war, Ihnen seine Waffe hier zu lassen. Mann, es ist abends. Ich habe Ihnen alles, wirklich alles erzählt, was ich weiß. Und Sie glauben, der Taschenrechner war der einzige Grund, bei Ihnen einzudringen? Ja, das glaube ich.
Es könnte noch einen anderen Grund geben. Das Tagebuch. Weshalb sollte er sich für mein Tagebuch interessieren? Ich interessiere mich ja schließlich auch dafür. Sie? In wie vielen Exemplaren existiert das Manuskript? 3. Und wo werden Sie aufbewahrt? Im Safe. Würde es Ihnen etwas ausmachen, Mr. Tilligan, mir eine Kopie davon zu geben? Eine Kopie? Gut. Sie haben einmal in High Life geschrieben, man ist oft auch der, der man nicht sein möchte. Sie sind ein aufmerksamer Leser. Dave Hamlin, nicht ich. Könnte es sein, dass dieser Satz für Sie persönliche Bedeutung hat? Hat er das nicht für jeden von uns? Danke. Wie viele Personen haben das bereits gelesen? Außer mir. Miss Ferber natürlich. Und es gibt keine Geheimnisse von Miss Ferber. Ich will das Buch schließlich veröffentlichen. Das heißt also, es gibt Eintragungen, die Miss Ferber nicht kennt. Wie kommen Sie darauf? Haben Sie mit Mr. Wilde über derartige Textstellen gesprochen? Wird Mr. Wilde in diesem Tagebuch erwähnt? Erst nach unserem Treffen in München. Vorher haben Sie ihn nie erwähnt? Nein. Bevor ich Sie verlasse, möchte ich Sie noch bitten, einen Blick auf dieses Foto hier zu werfen. Bitte sehen Sie genau hin, Mr. Tilligan. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ja, das ist Terry Wilde. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Und die Dame neben ihm, erkennen Sie die auch? Ja, die erkenne ich auch. Meine Frau. Miss Ferber? Ich möchte einen Blick in Mr. Tilligans Tagebuch werfen. Es ist alles. In Mr. Tilligans Tagebuch? Mhm. Sind Sie Reporter? Es wird nicht zu Ihrem Schaden sein, Miss Ferber. Und wie stellen Sie sich das vor? Glauben Sie, ich trage das Manuskript ständig mit mir herum? Sie können mir doch sicherlich eine Kopie besorgen, wenn Sie wollen. Nicht wahr? Ich muss Sie enttäuschen, Mr. Mitchell, das kann ich nicht. Ich verliere sonst nämlich meine Stellung. Sagen wir $20.000. $20.000. Wann ist das Foto gemacht worden? Vor ungefähr 10 Tagen. Wo? In Südfrankreich. Genauer gesagt, in Beaulieu-sur-Mer. Wer hat es gemacht? Einer unserer Leute. Kann ich es behalten? Ja, das dürfen Sie. Sie sind müde, Mr. Tilligan, und ich will Sie nicht länger belästigen, aber morgen darf ich dann noch einige Fragen an Sie richten. Wann kommt Ihre Sekretärin für gewöhnlich? Gegen 10. Seit wann arbeitet Miss Ferber für Sie? Seit 2 Jahren. Meine Frau hat sie auf einem Wohltätigkeitsbasar kennengelernt. Gut. Wir bleiben in Verbindung. Vergessen Sie Crane und den Taschenrechner. Und vor allen Dingen vergessen Sie meine Leute. Wir verstehen uns. Sie sehen, ich vertraue Ihnen, Miss Ferber. Sie tun gut daran, Mr. Mitchell. Bleiben Sie sitzen. Miss Ferber, haben Sie zufällig bemerkt, ob Mr. Tilligan bei seiner Rückkehr in seinem Koffer einen Taschenrechner gefunden hat? Einen Taschenrechner? Nein, nicht, dass ich wüsste. Allerdings war ich auch nicht dabei, als er seine Koffer ausgepackt hat. Schade. Kennen Sie Jeff Sigo? Nein. Jedenfalls weiß ich mit dem Namen nichts anzufangen. Mr. Tilligan spielt des Öfteren Golf mit ihm im Midway Club. Tja, dann kenne ich ihn vielleicht. Hat er ihn je in seinem Tagebuch erwähnt? Keine Ahnung. Ich sagte Ihnen bereits, es handelt sich hier um eine ganz harmlose Frage. Eine 20.000-Dollar-Frage. Tut mir leid, Heiler, dass ich störe. Ich wollte gerade schlafen gehen. Ist was passiert? Ja.
Mit wem hast du das Foto? Warum hast du mir nicht erzählt, dass du mit Terry Wilde befreundet bist? Terry Wilde, wovon sprichst du? Ich meine diesen Mann hier. Es kann doch nicht sein, dass du seinen Namen vergessen hast. Der heißt Stout. Es ist nicht Stout. Wir haben im selben Hotel im Beaulieu gewohnt und er hängte sich wie eine Klette an mich. Es ist Terry Wilde, der Mann, der in München ermordet wurde. Du hörst dich? Der Mann heißt Harry Stout und ist Autohändler. Er kommt aus Harrogate. Hat er dir das gesagt? Ja, und es ist die Wahrheit. Er fuhr seinen Wagen mit Reklameaufschrift. When in doubt, buy from Stout. Wann hast du dich zum ersten Mal mit ihm getroffen? Nix. Ich habe mich überhaupt nicht mit ihm getroffen. Ich hab dir doch schon gesagt, er wohnt im selben Hotel und folgte mir auf Schritt und Tritt. Ich konnte machen, was ich wollte. Es war... Eine Katastrophe. Ja, eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Und so peinlich vor den anderen Gästen. Na ja, bitte erzähle mir von ihm alles, was du über ihn weißt. Im Grunde weiß ich nichts von ihm, außer, dass er das Zimmer neben mir hatte und dauernd irgendetwas von mir wollte. Wohnte er schon im Hotel, als du ankamst? Nein, er muss nach mir gekommen sein. Weiter. Was willst du von ihm wissen? Ja, der Mann ist ermordet worden, weil man ihn für deinen Ehemann hielt. Verstehst du? Und? Was habe ich damit zu tun? Gut. Einen Tag vor meiner Abreise ging ich in dieses Café am Hafen außerhalb von Beaulieu. Kaum hatte ich mir einen Espresso bestellt, tauchte Stout auf. An diesem Tag war er äußerst zurückhaltend. Er entschuldigte sich und meinte, er sei mir wohl auf die Nerven gegangen, ob ich seinetwegen abreisen wollte. Er tat mir richtig leid. Und deshalb erlaubte ich ihm, sich zu mir zu setzen. Und? Wir unterhielten uns eine Viertelstunde. Er redete eigentlich nur über sein Geschäft. Wusste er, wer du bist? Ja, das wusste er. Und dann hast du ihn nicht wiedergesehen? Doch. Ja, wir sind uns am nächsten Morgen noch einmal über den Weg gelaufen. Er wollte mich zum Flughafen fahren, aber ich habe abgelehnt. Wenn das Terry Wilde gewesen ist... Er war es. Worüber habt ihr denn außer von seinem Geschäft noch gesprochen? Oh, Belangloses. Das Essen, das Wetter, das Hotel. Es war ja auch wirklich ein ziemlicher Reinfall. Über mich? Über mich habt ihr nicht gesprochen? Doch, natürlich. Ständig. Er sagte, er habe einige Bücher von dir gelesen. Sag mal, von wem hast du dieses Foto? Das Foto? Das Foto habe ich von Scotland Yard. Ah. Scotland Yard? Waren die vor dem Mord schon hinter ihm her? Das scheint so. Du glaubst mir nicht. Doch, das ist es ja. Ich glaube dir, aber da steckt eine Idee dahinter, die ich nicht kenne. Der Mann, der hinter dir her war, könnte ja auch von mir ermordet worden sein. Ja, gute Nacht. Ja, Harriet. Gute Nacht, Rex.
Worüber wollen Sie mit mir reden? Über Jeff natürlich. Natürlich. Wir hatten Krach. Er hat mich verprügelt. Das hätte er wohl nicht tun sollen. Er bekommt die Quittung. Kennen Sie Claire Billinger? Ja, ich bin ihr schon mal begegnet. Sie ist Mitglied im Midway Park. Ja, Jeff gibt ihr Unterricht. Nicht nur in Golf. Dieses kleine Stück Scheiße. Sie meinen, er hat eine Affäre mit ihr? Affäre ist gut. Er ist zu ihr gezogen, hat alles mitgenommen. Alles, was nicht nied- und nagelfest war. Sogar den verdammten Videorekorder. Das tut mir leid. Jeff hat ihr Auto erkannt, als sie damals im Landhaus vorbeifuhren. Er machte sich Sorgen. Weder sie noch sonst irgendwer sollte auf den Gedanken kommen, dass er von Midway Park weg wollte. Er meinte, wenn die im Club Wind davon bekommen, wäre es aus für ihn. Diese Geschichte haben Sie ihm geglaubt? So, halb und halb. Erzählen Sie mir etwas über diesen Freund von Jeff mit dem Landhaus. Ich weiß überhaupt nichts von ihm. Ich habe Jeff gefragt, aber er hat nur gesagt, das ist ein Typ, mit dem er in Cambridge zusammen war. Hat er Ihnen seinen Namen gesagt? Nein. Hat er ihn früher mal erwähnt oder das Landhaus? Nein, nie. Aber in letzter Zeit bekam Jeff wahnsinnig viele Anrufe, meistens nachts. Manchmal lagen wir sogar schon im Bett. Und da ging es nicht um Golf oder Midway Park. Wieso sind Sie da so sicher? Weil das meistens Ausländer sind, die anrufen. Ausländer spielen auch Golf. Jeff sagt ihnen immer, sie sollen gleich noch mal anrufen. Er führt dann das Gespräch von seinem Arbeitszimmer aus und ich kann nicht mehr mithören. Sagen Sie, Conny, haben Sie mal den Hörer abgenommen? Mitgehört? Nein, gejuckt hat's mich schon. Nur einmal, da war die Tür nicht richtig zu. Und ich habe gehört, wie Jeff gesagt hat, dieser Talligan ist cleverer, als ihr denkt. Er hat Teile des Tagebuchs im Safe. Da kommt man nicht so ohne weiteres dran. Ich dachte, das ist vielleicht interessant für Sie. Sehr interessant. Was noch? Ja, mehr konnte ich leider nicht hören. Gerade da hat er nämlich gemerkt, dass die Tür nicht richtig zu war. Ich bin Ihnen sehr verbunden, danke. Ich hoffe nur, im Club bekommen Sie die Sache mit Jeff raus. Dieses Schwein verdient es nicht besser, nach dem, was er mit mir gemacht hat. Was werden Sie jetzt tun? Naja, ich werde wohl wieder anfangen müssen zu arbeiten. Aber ob ich meinen alten Job wiederkriege, weiß ich natürlich nicht. Was war das für ein Job? Lachen Sie mich nicht aus. Ich lache Sie nicht aus. Ich war Politess. Oh, dann werde ich in Zukunft intensiv nach Ihnen Ausschau halten, Conny. Soll ich Sie irgendwo hinbringen? Nein, danke. Besser, wir werden nicht zusammen gesehen. Das ist eine finstere Gegend hier. Ich sagte Ihnen doch, ich war Politess. Dann alles Gute, Conny. Auch. Entschuldige, Max, dass ich dich so überfallen habe, aber da gerade du mit Conny zusammen warst, als sie überfallen wurde... Ich habe vorhin mit dem Krankenhaus gesprochen. Es ist nicht so schlimm, wie es ausgesehen hat. Warum zum Teufel ziehst du eigentlich mit Conny nachts um die Häuser? Die Polizei hat mich stundenlang verhört. Kein Wunder, auch im Café? Nein. Was heißt kein Wunder? Na, hör mal, du lebst mit dem Mädchen bald 2 Jahre zusammen, dann geht ihr im Streit auseinander.
Hat dir Conny von dem Streit erzählt? Wer sonst? Was hat sie denn sonst noch gesagt? Dass du eine Affäre mit Claire Bellinger hast. Das ist doch lächerlich. Nicht mal für viel Geld würde ich mit ihr ins Bett gehen. Das ist eine Nymphomanin. Zwischen Conny und mir läuft es schon seit Monaten nicht mehr richtig. Glaub mir, Max, es war manchmal unmöglich, es mit dir auszuhalten. Erzähl das lieber der Polizei. Komm mir doch auf. Sag mal, was ist denn eigentlich gestern Abend wirklich passiert? Na, hör mal, das weißt du doch. Jemand hat Conny aufgeladen, mit dem Messer auf sie eingestochen, als sie uns verabschiedet hatten. Hat sie den Kerl erkannt? Ich glaube, ja. Sie weigert sich, etwas zu sagen. Gott sei Dank konnte ich die Polizei davon überzeugen, dass ich nicht in der Nähe war. Dann hast du ja nichts zu befürchten. Warst du schon bei ihr? Nein. Sie will niemanden sehen, haben die in der Klinik gesagt. Ich wusste gar nicht, dass du mit Conny befreundet bist. Ich bin nicht befreundet mit ihr. Warum hast du dich dann mit ihr getroffen? Warum? Weil sie das Bedürfnis hatte, mir ihr Herz auszuschütten. Ich hoffe, du hast erfahren, was du wolltest. Das kann dir doch egal sein. Ist es mir auch. Ich möchte nur mit diesem Überfall nichts zu tun haben. Das hast du doch auch nicht. Oder? Ich sehe dich im Club. Hm? Auch einen Kaffee? Danke. Danke, nein, danke. Ja, was? Danke, ja. Bitte. Ja, Mr. Dick, wie das... Pardon. Es tut mir leid. Oh, das war ganz interessant. Conny Palmer ist übrigens nicht mehr im Krankenhaus. Wieso denn das? Wir hielten es für ratsam, sie an einem anderen Ort unterzubringen, aus Sicherheitsgründen. Ich habe eine Frage, Mr. Digby. Für wen arbeiten Sie? MI5? MI6? Wer genau sind Sie? Sagen wir doch einfach, ich bin der Mann, der Sie vor einer Mordanklage bewahrt hat, und belassen es dabei. Gut. Was glauben Sie, Mr. Telligan? Warum wurde Terry White wohl ermordet? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wild war CIA-Agent. Terry Wild. Ist das Ihr Ernst? Mein voller Ernst. Er war auf eine Gruppe von Terroristen angesetzt. Eine Gruppe, die nicht nur für den Tod einiger Amerikaner verantwortlich ist, sondern auch eine Reihe unserer Leute auf dem Gewissen hat. Sie haben bestimmt von ihren Aktivitäten gehört. Ja. Also doch keine Verwechslung. Wir interessieren uns für diese Gruppe, weil offenbar drei ihrer führenden Leute von hier aus operieren. Vor zwei Wochen, am 18. April, um genau zu sein, kam der wahrscheinlich führende Kopf dieser Organisation vom Kontinent herüber. Uns ist er nur bekannt unter dem Namen Emil. Mit Hilfe der erwähnten Leute schlüpfte er uns durch die Finger und tauchte unter. Wer genau sind diese Leute, die Sie erwähnt haben? Terry White hatte einen von ihnen enttarnt. Bei dem Versuch, diese Information seinem Kollegen Lloyd Mitchell weiterzugeben, wurde er erschossen. Aber ich las in der Zeitung, dass dieser Emil in Rom sei. Aber Emil war in München. Und Terry Wild war drauf und dran, ihn zu entlarven. Aha. Dann war das also mit Rom eine absichtliche Falschmeldung. Die wir lanciert haben, um Terry Wild zu schützen. Es war ihm gelungen, in den Besitz einer äußerst wichtigen Information zu gelangen. Diese Information musste so rasch und so sicher wie möglich nach London gebracht werden. Zu Lloyd Mitchell. Sie denken an den Taschenrechner. Und an die Uhr, Mr. Digby, und an Krähen. Haben Sie nicht ganz unrecht? Bei dieser Information handelte es sich also um einen Mikrofilm. Letzte Nacht habe ich Ihr Tagebuch gelesen. Schon die erste oberflächliche Lektüre hat mir gezeigt, was für ein guter Beobachter Sie sind. Andererseits ist mir auch klar geworden, dass Sie nicht die leiseste Ahnung haben, wie wichtig Ihre Beobachtungen sind. Worauf spielen Sie an? Nun, nehmen wir zum Beispiel die von Ihnen natürlich in aller Unschuld gemachte Eintragung von
vom 18. April. Das ist das Datum, das Sie erwähnt haben, 18. April. Was habe ich da Nein. Ich weiß nicht. Weiß nicht, was ich da geschrieben habe. Das störe ich? Mich stört alles, also kommen Sie rein. Der Kreis wird enger. Mein Gespräch mit Telligan war auch sehr interessant. Es passt in das Mosaik, schauen Sie. Hier haben wir Rock alias Crane mit Vedilov. Hier Crane mit Sigo und hier Sigo und Vedilov. Und in dem Auto da rechts sitzt, hier ist die Vergrößerung, Max Telligan. Stimmt mit den Aufzeichnungen überein, die er nicht im Tagebuch, aber im Safe hat. Und wer ist er? Die letzte offene Frage. Vielleicht die wichtigste. Was später komme. Haben Sie sich schon ein bisschen erholt? Ja, doch, es geht schon wieder. Mein Gott, Blumen. Wir sollten eine Anzeige aufgeben. Von Blumen und Kranzspenden bitten wir abzusehen, bis mich wirklich der Teufel geholt hat. Nein, die sind für unsere kleine Rothaarige da oben. Ach so. Die hat die Türe nicht aufgemacht und der Blumenhändler wollte sie nicht wieder mitnehmen. Wie geht es eigentlich, Miss Palmer? Sie wird eine unsgemeine Narbe im Gesicht zurückbehalten. Das arme Mädchen. Und der arme Mr. Sigo. Ich habe gerade ein Interview von ihm im Radio gehört. Jeff? Im Radio? Ja, er schien völlig gebrochen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie mit Miss Palmer befreundet sind. Ich bin nicht befreundet mit ihr. Ich kenne sie kaum. Ja. Vielleicht sollte der Überfall Ihnen gelten? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man mich mit einem jungen Mädchen verwechselt. Sehe ich Sie noch, wenn ich zurückkomme? Ja, Arbeit ist immer noch ein ausgezeichnetes Beruhigungsmittel. Ich bin vor dem Steuerberater noch in Pimlico. Ich möchte ein Geschenk für Harriet besorgen. Bis später. Ja, bis später, Max. Erwartet? Nein, das habe ich nicht. Sie haben mich unter der Nummer angerufen, die ich Ihnen gegeben habe, und mir gesagt, dass Sie mich sprechen wollten. Ich? Ja, Sie. Ach, und wann? Na, heute Morgen gegen 11. Es ist unmöglich. Heißt das, Sie haben mich nicht angerufen? Nein, das habe ich nicht. Um diese Uhrzeit war ich nämlich beim Zahnarzt und ich war dort bis 11:45. Und ein Zahnarzt hat kein Telefon? Ich habe jedenfalls nicht telefoniert. Entschuldigen Sie, auf meinem Anrufbeantworter war eine Frauenstimme, die sagte, ich heiße Liz Ferber. Ich komme auf Ihr Angebot zurück. Wer weiß denn davon? Das würde ich auch gern wissen. Wer sind Sie? Für wen arbeiten Sie und wieso interessieren Sie sich für Max Telligan? Ich bin Juniorpartner einer Firma in Washington. Die Jure sind wie eine Anwaltskanzlei. Aber genau genommen nichts anderes als Superschnüffler. Lügen ist nicht gerade Ihre Stärke, Mr. Mitchell. Ah, nein? Nein, Sie sehen nicht aus wie jemand, der im Dreck wühlt. Wie sehe ich dann aus?
CIA? Warum nicht FBI? Interpol? Oder Miami Vice? Ja, Sie gestatten? Bitte. Hallo? Ach, Mr. Mente. Nein, Paket wurde keins abgegeben, aber Blumen. Das weiß ich leider auch nicht. Ein Bote hat sie gebracht. Ja. Naja, vielleicht sind sie ja doch von ihrem Amerikaner. Oh, nein, nein, ich bringe sie ihn hoch. Das macht gar keine Mühe. Bis gleich, Miss Amanda. Sie entschuldigen mich, es ist nur ein Stockwerk höher. Ich bin gleich zurück. Bleiben Sie nicht zu lange. Keine Sorge. Miss Amanda lässt nur Herren in ihre Wohnung. Lloyd Mitchell. Ich hätte gerne noch mal die Frauenstimme, Liz Ferber, von meinem Anrufbeantworter Band 2. Nur die Stimme, ja, mach schnell. Verdammte Lügnerin. Ein sehr gutes Geschäft gemacht. Der ideelle Wert ist viel höher, Mr. Telgen. Mag sein. Es hat sicher seinen Sinn, dass meine Frau unser erstes Vehikel nach Jahren wiedergefunden hat. Und es hat sicher auch einen Sinn, dass Sie ihn nun wieder gekauft haben. Sie den Wagen aufpolieren. Innen und außen reinigen. Hier, das Hufeisen nehmen Sie auch weg. Es soll alles so sein, wie es damals war. Wann holen Sie den Wagen? Morgen, zusammen mit meiner Frau. Sie hat ihn zuletzt gefahren. Sie sollen als Erste wieder fahren. In Ordnung, Mr. Telligan. Ich werde alles veranlassen. Und eine Empfehlung an Mrs. Telligan. Danke. Ich hoffe, der Wagen macht Ihnen noch viel Freude. Was wollte er? Er hat den Wagen gekauft. Ich muss das Tagebuch haben, die drängen. Das kriegst du wohl nur über seine Leiche. Wann holt er den Wagen? Morgen, mit seiner Frau. Hm.
ins Zündschloss steckt. Fährt zur Hölle. Wird schon nicht so schlimm für ihn sein. Seine Frau fährt ja mit. Sag das nicht. Die beiden leben in Scheidung. Max, was machen Sie denn hier? Seltsame Frage. Ich wohne hier. Ja schon, aber ich dachte, Sie wollten mit Harry zusammen nach Pimlico den Wagen holen. Ich habe Sie alleine geschickt. Ich wollte ihr die Freude an der ersten Fahrt nicht durch meine Kritik an Ihrem Fahrstil verderben. Wollen Sie Wurzeln schlagen? Nein. Was meint Harriet denn wegen Flo? Sie war ganz aus dem Häuschen. Und wollen Sie nicht lieber auch hinfahren? Nein. Das Auto soll mir ja die Scheidung entschärfen. Ja. Also ich an Ihrer Stelle, Max, ich würde... Was Sie an meiner Stelle machen würden, ist mir völlig egal. Ich mache, was ich will. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, Max, das war gar nicht so gemeint. Das ist schon gut. Die Presse schreibt ziemlich viel über den Tod des Amerikaners. Ja. Das ließ sich ja nicht verhindern. Ich mache mir Sorgen um Sie, Max. Warum? Naja, es könnte sein, dass die Polizei Ihnen Ihre Geschichte nicht glaubt. Gestern Nacht, kurz nachdem Sie mich angerufen haben und mir von dem Mord des Amerikaners erzählten, da wollte mich Superintendent Hamley sprechen. Ich weiß. Er hat mir gesagt, dass ich Ihnen einige Fragen stellen wollte. Ja, er hat mich fast eine Stunde lang ununterbrochen ausgefragt. Und zwar hauptsächlich nach Ihnen, Max. Aber das war doch zu erwarten. Ist doch nicht so, als hätte ich kein wasserfestes Alibi. Ja, genau das ist es. Sie haben nämlich keins. Max, wenn die Polizei Ihnen Ihren Fußmarsch nicht abnimmt, dann fehlen Ihnen 40 Minuten in Ihrem Alibi. Ich kann Sie beruhigen, Liz. Die Polizei weiß, wer Lloyd Mitchell getötet hat. Sie weiß es? Lloyd Mitchell war beim CIA und auf eine Terroristengruppe angesetzt. Sigo ist Mitglied dieser Gruppe. Heute Morgen wurden Sigo und ein Mann, den Sie Emil nennen, von der Polizei gefasst. Sigo wird des Mordes an Lloyd Mitchell beschuldigt. Das glaube ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So? Das kann wahr sein. Es ist die Wahrheit, Liz. Aber Max, wir beide, wir kennen doch Mr. Sigo. Das ist unmöglich. Liz, wir haben alle zwei Gesichter. Ich habe heute Morgen schon einiges gearbeitet. Das Band ist im Gerät. Vielleicht könnten Sie das als erstes erledigen. Danke. Thank you.
Max? Ja? Tja, Max, es tut mir leid. Eigentlich sollten Sie zusammen mit Harriet in Ihrem Floh in die Luft fliegen, aber nachdem Sie ja nicht rausgefahren sind, müssen Sie den langen Weg leider von hier aus antreten. Übrigens, Harriet wird in Kürze von Pimlico aus folgen. Was Mr. Telligan angeht, haben Sie sich schon geirrt. Was ist mit Harriet? Was mit dem Auto? Es ist eine Bombe installiert. Wenn man den Wagen startet, dann fliegt er in die Luft. Sergeant! Bis hier wird verhaftet. Ich alarmiere das Einsatzkommando in Pimlico. Kommen Sie, Mr. Telligan! Und geben Sie mir den Schlüssel. Nein, Ihr Mann hat gesagt, er will mit Ihnen fahren. Ja, hat er gesagt, ich soll das Auto allein abholen. Das kann ich gar nicht verstehen. Also, der kommt bestimmt noch. Ich habe ja vor einer halben Stunde mit ihm telefoniert. Also, der weiß auch nicht, was er will. Er wusste nie, was er wollte. Ja, da fahre ich einmal um den Häuserblock. Geben Sie mir den Schlüssel. Nein, das geht nicht. Was heißt, das geht nicht? Also, jetzt rufen wir bei meinem Mann an und fragen, ob er schon weg ist. Nein, das geht auch nicht. Warum denn nicht? Weil... Das Telefon. Also, seit dem Telefonat mit Ihrem Mann ist es kaputt. Ist das mein Auto oder nicht? Natürlich ist ja, das dann her mit dem Schlüssel. Nein, nein, bitte nicht! Miss Telligan! Miss Telligan! Miss Telligan! Miss Telligan! Bist du nicht in diese Terroristenmisere geraten? Ein Roman geschrieben. Dann wäre aber die Gruppe nie aufgeflogen. Sag mal, weißt du, was du mir gesagt hast, als du mich aus dem Auto gerissen hast? Ha ha ha.